Und wenn du denkst, es ist vorbei, dann täusch dich mal nicht. Denn nun kommen wieder Julian und Frank und haben Bibi und Benjamin im Gepäck. Und zwar chronologisch. Jede Folge. Und heute geht es mit unserer Lieblingshexe Bibi Blocksberg weiter. Na Jungs, welche Folge ist denn heute dran? Nachdem wir im letzten Monat uns um unseren Lieblingselefanten gekümmert haben, kümmern wir uns jetzt natürlich, wir bleiben sozusagen in derselben Stadt, nämlich in Neustadt, und kümmern uns um unsere Lieblingshexenfamilie, um Bibi Blocksberg. Julian ist mit am Start, hallo? Ja, hallo. Eine Folge, die ich rauf und runter gehört habe als Kind. Und auch unser Special Guest ist nochmal da. Viele sagen zu ihm Stefan, die meisten nennen ihn den Springer aus Herten. Herzlich willkommen, Stefan! Jo, hallo in die Runde, ich grüße euch. Und ich habe gehört, auch diese Folge, die hast du, glaube ich, kannst du gar nicht zählen, wie oft du Bibi Blocksberg und der Bankräuber gehört hast, oder? Gesuchtet, aber seit Kindheitstagen. Mir ist übrigens direkt aufgefallen, das Intro, das Lied, ich weiß gar nicht, war das später auch nochmal kürzer? Es geht ja echt 90 Sekunden lang, ne? Ist das heutzutage immer noch so lang? Also muss man sagen, damals gab es ja noch ein instrumentales Intro, ne? Ja, dieses und das ging ja so 20 Sekunden oder so. Genau, die berühmte Hammond-Orgel. Aber ist so schön, das ist so, das ist wirklich der Kult schlechthin, diese Melodien. Ja. Ja, auch die Stimme. Also da kommen wir, haben wir wieder eine Stimme mit Katja Nottke, ist richtig, ne? So ist das. Ja, genau. Auch für mich passt hervorragend. Ja, wir sind im Jahr 1980, also noch ganz zu Beginn der Serie. Die hieß übrigens damals noch gar nicht Bibi Blocksberg, sondern Ene Mene Hexerei. Ja, und man hat damals sehr viele Folgen in kurzer Zeit aufgenommen. So, und Susanna Bonasewicz, wo ja klar war, das ist unsere Bibi Blocksberg, die war damals länger verreist und man hat einfach gesagt, nee, so, wir können nicht so lange warten, bis die wieder zurückkommt. Also hat man eine Alternative gesucht und hat diese in Form von Katja Nottke, also der Tochter des Erzählers, der Joachim Nottke, der war ja damals Erzähler bei Benjamin Blümchen, bei Bibi noch nicht, da war es ja Uli Herzog. Ja, und sie ist dann in den Folgen 3, 4 und 5 eingesprungen. Ja, eine Sache noch, Uli Herzog, mit dem werde ich überhaupt nicht warm. Also, weil er ist auch eben genau das nicht, er ist nicht warmherzig. Er ist nicht, also im Vergleich zum späteren ist er überhaupt wie so ein kühler Nachrichtensprecher. Also muss ich wirklich sagen, also ich mag die alten Folgen sehr, sehr gerne, aber auf keinen Fall wegen dem Sprecher, der holt mich immer komplett raus. Okay, da bin ich ja gar nicht deiner Meinung. Ich glaube, da haben wir schon die erste Diskrepanz heute. ja, na klar, okay. Uli Herzog, der war ja auch Nachrichtensprecher, der war ja Journalist, ne, aus dieser Berliner Rundfunkszene. Ich fand, der hat die Rolle des Erzählers so ein bisschen als Entertainer verstanden. So, der hat da so ein bisschen, wie soll ich sagen, vielleicht war da auch ein bisschen Profilierung drin. Das hatten wir bei Joachim Nottke nicht. Der war ja so ein bisschen väterlich mit dieser so ja, Stimme. Genau. Ne? Aber ich mochte Uli Herzog trotzdem. Ja, aber, ja gut. Also Uli Herzog hätte einen nicht umarmt vom Schlafen gehen, das glaube ich nicht. Okay. Genau, und wir starten direkt in die... Achso, ich muss mal kurz fragen, war denn eigentlich generell klar, dass die Susanna nach Folge 5 wieder einsteigen wird? Also war direkt klar, das wird nur, ist nur die Bibi-Stimme für diese drei Folgen jetzt, oder... Ja, zu 99% wird das so gewesen sein. Ich vergleiche das immer mit so einem Fußballtorwart, der sich verletzt und dann macht zwar derjenige, der ihn da ersetzt, 3, 4 gute Spiele, aber trotzdem ist er der Stammtorwart und kommt dann wieder zurück, wenn er fit ist. Okay, und gab es eigentlich in der Bibi-Geschichte, in der Historie, einen ähnlichen Fall, dass ein Sprecher nur für ein paar Folgen mal ausgetauscht wurde aus irgendeinem Grund, Krankheit oder wie auch immer, und kam wieder zurück? Nee, so in dieser Form war das nicht der Fall. Okay. Gibt es denn mit Katja Nottke irgendwo Interviews dazu? Ich muss sagen, Katja Nottke, da findet man auch sowieso recht wenig zu. Wenn man mal den Namen googelt bei Wikipedia, es steht, glaube ich, nicht mal ein Geburtsdatum dazu. Also ich glaube, sie scheint da ihr Privatleben wirklich sehr, sehr herauszuhalten. Vielleicht könnt ihr in eurem Podcast das mal angehen als großes Projekt. Man muss aber sagen, es ist ja keine... Ich würde sagen, keine Sprecherin, die unbekannt ist. Ne? Die hat ja wirklich, ich glaube, Michelle Pfeiffer hat sie auch synchronisiert. Also so im Synchrongeschäft ist Katja Nottke bis heute aktiv. Ah, okay. Ja, wir starten mal direkt rein in die Folge und wir erfahren gleich, dass Kartoffelbrei ein bisschen hergerichtet und geputzt wird. Gehört auch ein Stück weit dazu. Das ist ganz wichtig. Und Julian, Boris gibt's noch.
Ja, zum Glück, zum Glück. Es ist nicht unbedingt so wahnsinnig wichtig hier für diese Geschichte, auf jeden Fall nicht, aber ihn gibt es noch. Was ich an dieser Geschichte interessant finde, dass ich denke, als Kind gedacht habe, die ganze Zeit gedacht habe, ja, was ist denn jetzt mit dem Bankräuber? Wo bleibt denn jetzt der Bankräuber? Weil das kommt ja wirklich sehr, sehr, sehr spät auf. Also das muss ich sagen. Hier geht es ja, eigentlich hätte man die Folge auch nennen können, sprechende Hunde oder irgendwie sowas. Ja, aber ja, Boris gibt es noch, aber er spielt hier in dieser Folge jetzt keine große Rolle. Als wenn das so zwei separate Geschichten auch sind, ne? Die eine ist dann irgendwie abgehakt und dann geht's über die zweite. Sie ist artverwandt, dass man denken könnte, ja, Moment mal, der Hund, den könnte man doch auch zum Sprechen bringen später, ne? Das, weil man sich dran erinnert, was man 10 Minuten vorher gehört hat. Aber eigentlich sind es zwei verschiedene Geschichten, ja. Das stimmt. Und am Anfang typisch für die ersten Benjamin und Bibi-Folgen, der Erzähler führt auch nochmal komplett ein in die Geschichte. Wer ist alles da? Worum geht's? Warum ist es so? Das nervt dich, Julian, oder? Ja, aber das hat der spätere auch gemacht. Also das ist ja immer nicht wie mit einer Warze auf der Nase. Nur Vater Bernhard, der kann nicht hexen. Ja, das gab's immer, aber... Ja, ja. Dann gibt's da eine große Hexe, die Mama, und eine kleine Hexe, die Bibi. Klingt komisch, ist aber so. Genau. Ja, genau. Hat man am Ende wahrscheinlich einfach gemacht, weil man nicht davon ausgehen konnte, dass Kinder zu der Zeit die Reihe gesammelt haben. Na, hat ja niemand. Oder? Niemand hat doch von ein Hörspiel, hast du immer das gehört, was du von der Oma bekommen hast. Und dann hattest du von Alf Folge 7 und von Bibi Folge 8. Und das ist ja, genau. Ist schon okay so. Okay, dann wird auf jeden Fall im großen Hexenbuch geblättert, denn das ist ja eigentlich eingeschlossen, aber sie weiß natürlich schon mittlerweile, wie man Türschlösser aufhext, obwohl Mutter noch nichts davon weiß. Was mich ein bisschen irritiert hat, war, warum hext man jetzt das Hexenbuch auf Seite 3? Es war jetzt schon zu faul, um dahin zu blättern, oder wie? Ich meine, Seite 3 ist doch ganz vorne. Also. Und dann sagt sie nicht mal, es ist der Hex, ne? Ist ja auch da. Ja, das ist jetzt ja im Prinzip genau das Thema. Ne? Wir wollen jetzt hier Menschen oder Tiere zum Sprechen bringen und da fällt uns natürlich als erstes Fifi-Line ein. Ja, jetzt muss ich erstmal den Stefan fragen, kennst du den Spruch noch auswendig? Meinst du mit Ene Mene Tschich, lieber Hund, komm und sprich, oder? Nee, die und zwar, was sie alles machen muss, damit der Hund sprechen kann, mit an dem Ohr ziehen und so weiter und sich im Kreis drehen. Was muss sie da alles machen? Weißt du? Am richtigen Ohr. Ja, hüpfe schnell auf der Stelle, musst beißen in ein Drahtgestell, dann zieh den Hund am rechten Ohr, dann spricht er dir auch etwas vor. Genau. Wahnsinn, ne? Das kommt bei ihm so raus. Du kannst auch nachts um 3 Uhr, da sagt das, er das auch. Das linke Ohr, das linke Ohr, dann hat es am falschen Ohr erst, ne, aber gut. Ja, also müssen wir eigentlich fast einen Applaus hier nochmal kurz geben. Hier können wir mal einstellen. So, genau, dann sind wir draußen, dann lernen wir Frau Paschulke kennen und ihr Dackel Fifi-Lein, wie Jürgen gerade stopp, gesagt. Stopp, was? Was? Stopp, was hab ich vergessen? Stopp. Nee, du hast nichts vergessen, aber Löwenzahn, Paschulke. Ach so. Ja. Natürlich. Da komme ich natürlich ins Spiel, ob das eventuell an Peter Lustig gelegen haben könnte, Stefan. Was glaubst du? Nein, überhaupt nicht, weil Elfie Donnelly war ja damals auch überhaupt nicht mit Peter Lustig verheiratet, ne? Ja, eben. Also, da haben wir doch ein großes Match hier. Hier fühle ich mich zu Hause in der Folge. Alles richtig. Gut. Würde sie denn generell von ihrem Wesen her zu Herrn Paschulke passen? Also ist ja durchaus schon nicht unanstrengend, oder? Also ich glaube, Herr Paschulke hat auch sehr raue Hände gehabt. Das wäre vielleicht. Genau. Und dann erfahren wir gleich, nachdem Boris und Bibi da sind, wird gleich gefragt, wer sitzt denn da neben ihr? Ist das eine Freundin? Neben Frau Paschulke, da sitzt eine Frau. Wer sind die genau. Kinder hier? Genau. Und dann heißt es, von dieser eigentümlichen Familie kommen die. Ach so, da wo es immer nach Schwefel riecht. Alles noch neu, alles noch neu. Und die Heldentat aus Folge 1 ist auch gar nicht so wichtig. Also es bleibt immer die komische Familie. Genau, und dann erfahren wir, dass dieses Hundchen eben ihr bester Freund ist, dieser Fifi. Das ist nicht das Hundchen, das ist Fifi-Line. Und dann geht's los mit dem Hexenspruch. Und die Bibi möchte, dass der Hund mal gerne seine Meinung zum Besten gibt. Doch das klappt irgendwie nicht so richtig, Stefan, beim ersten Mal. Ja, weil sie eben, ich habe es gerade schon ein bisschen gespoilert, am falschen Ohr zieht. Und dann gibt es so plötzlich so Löwengebrüll von diesem kleinen Dackel. Mein armes Fifi-Line. Aber toll, das ist doch wahnsinnig kreativ. Also das unterhält ja jedes Kind eigentlich, oder? Ja. Ich finde das sehr schön. Und dann wird aber der Spruch gleich nochmal gesagt, es wird am richtigen Ohr gezogen. Und dann wundert sich Frau Paschulke, wessen Stimme denn da zu hören ist. Ja, Pichler. Genau.
Und es kommt direkt, nachdem Bibi sagt, das ist aber hier Pipilein erraten. Sehr scharfsinnig, mein Kind. Oh, nee, wahnsinnig, wie er sich ausdrückt. Ne? Ja. Unglaublich gut. Er ist auch sofort im Thema und beschwert sich immer über alles Mögliche, was ihm alles überhaupt nicht passt. Und ja gut, kommen wir dann später. Ich habe noch eine Idee später, was man auch noch hätte machen können. Aber sehr, sehr gut, wie er sich quasi beklagt über sein Leben. Ja, das wäre auch schön. Nein, Frauchen, was bin ich froh, dass ich dir endlich mal die Meinung sagen kann, du Knalltüte. Ja, genau. Und sie fällt übrigens in Ohnmacht dann noch. Ja, aber passiert so öfter. Sie macht ja ein passiert Geschäftsmodell öfter daraus dann. Mhm. Genau, und wir erfahren übrigens noch, dass für Tagträume sie gerade genau die richtige ist. Aber letztendlich freut sie sich dann darüber, denn endlich kannst du mir einfach mal sagen, was dir passt und was dir nicht passt, was du gerne essen magst oder wann ich dich streichen soll, und erfährt dann die tabulose Wahrheit, ehrlich gesagt. Ja, manchmal genau, ist es eben Hände doch besser, wenn man nicht alles so weiß. Das, man sagt ja auch mal, Menschen sollen alle ehrlich miteinander sein. Alles sollte man sich niemals sagen. So sonst nach dem Motto, ne, was Frauchen nicht weiß, macht Frauchen nicht heiß. Ja, genau. Aber andererseits hat sie jetzt ja später deine Handcreme benutzt. Ne? Also ja, ist das ja dann doch wieder, ja, man hat einen Kompromiss gefunden. Und bitte immer die gute Wurst. Also nicht da irgendeine, sondern ich möchte die gute Wurst haben. Ne, Kalbfleisch. Eine Kalbfleischwurst, genau. Ja. Dann allerdings muss Frau Paschulke sich erstmal bei Barbara beschweren. Und darauf gibt es erstmal, heute würde man sagen, so einen kleinen Einlauf. Also durchaus gibt es Ärger. Ja, erstmal verteidigt Barbara ja genau ihre Tochter und sagt, das geht nicht, das passiert nicht. Und das ist ja auch irgendwie toll, ne, dass sowas ist. Ich erinnere das immer so an dieses Lied von Reinhard May, Zeugnistag. Ich mag es immer sehr gern, wenn die Eltern erstmal so die Kinder verteidigen und erst hintenrum dann. Aber das ist total niedlich. Und genau, dann sagt Barbara, so geht das nicht mehr weiter, sonst muss ich das Hexenbuch wegsperren. Das willst du ja auch nicht, Bibi. Genau. Und zumindest sagt sie dann noch so ganz leise, ich werde zumindest heute nicht mehr reinschauen. Ja, genau. Süß. Und dann haben wir den nächsten, beziehungsweise in dieser Folge den ersten Streit in der Familie. Und zwar, wie beginnt der? Der dauert aber nicht so lange bei Blocksbergs. Genau. Wie viele Sekunden, Stefan? Ich hab's wieder vergessen. Sind immer 25 Sekunden. Ja, genau. Ja. Und dann höre ich nur irgendwie im Hintergrund, wie es dann brüllt. Hab ich das denn überhaupt nötig, schreit Bernhard. Ja, ja. Worauf sie dann sagt, dann lass dich doch scheiden. Ich glaube, auch so ein Standardspruch in den ersten Folgen, dann lass dich doch scheiden. Ja. Und worauf Bernhard sagt, natürlich habe ich das nötig. Ja, so süß, ne? Ich will euch doch eigentlich, habe ich euch doch lieb. Ah, sehr schön. Ja, zeitgleich macht ja tatsächlich dann Frau Paschulke ein Geschäftsmodell auf und arrangiert sich ja sehr, sehr gut mit Pfiffilein. Ja. Und das Problem ist ja aber, dass Pfiffilein nach einer Woche nicht mehr sprechen kann und auch nie wieder sprechen wird. Ja. Und jetzt fragen, ja? Sie was? Spricht sich aber vorher noch mit Pipi aus, muss man noch sagen. Ja. Also sie, ne? Ja, ja. Genau. Das wird alles geklärt. Aber jetzt ist die Frage, Stefan, wenn der Hund nicht mehr spricht, ich meine, sie haben jetzt ja quasi sich über alles Mögliche ausgetauscht, hätte man dann, also fällt der Hund dann auch direkt wieder in die Intelligenz eines Hundes zurück, oder könnte man da sagen, pass auf, hier ist ein Kärtchen für ja und dafür nein, dann gehst du darauf in der Zukunft, wenn ich eine Frage stelle, sowas ist ja da alles gar nicht möglich, ne? Oder vergisst der Hund dann auch wieder alles? Na, ist ja die Frage, was versteht ein Hund normalerweise, ne? Ja, ja, ich gehe mal davon aus, dass der Hund dann auch wieder so zurückfällt. Ja, ja, genau. Ja, traurig. Zumindest nachdem sie feststellt, oh, mein Pipilein spricht gar nicht mehr mit mir, wird erstmal Dr. Braun angerufen, der Tierarzt. Mhm. Und das fand ich auch ganz lustig eigentlich, wie sie versucht, ihm klarzumachen, der spricht nicht mehr. Und, ja, aber du siehst auch, wie schlecht in Neustadt so das alles funktioniert. Wenn da was Neues passiert, eine Hexe kommt, das merkt jahrelang keiner. Wenn da ein Hund sprechen kann, ein Elefant spricht. Nein, kriegt keiner mit. Nee, das, eine ganze Woche lang ist das gar kein Thema. Carla Kolumna hat ihren Job überhaupt nicht verstanden. Genau. Und nachdem sich Frau Paschulke erst beschwert hat darüber, dass Pipi spricht, beschwert sie sich jetzt bei den Blocksbergs darüber, dass es nicht mehr tut. Mhm. Wobei Barbara das gut, ganz gut findet und sagt, naja, zu viel Aufsehen ist ja eh nicht gut und so weiter. Nicht, dass wir am Ende hier noch aus unserer Wohnung rausfliegen. Naja, denn Hexe ist halt eine neue. Frau Barbara sagt, na, alles kann ich doch auch nicht. Und dann heißt es von Bernhard zum Beispiel kochen. Ja, sowas ist total lustig, ne? Ja, also total. Das menschelt so schön, finde ich. Das finde ja, ich. Ja, ja. Es fehlt so ein bisschen in den heutigen Folgen, ne? Diese Käbeleien da in dem Hause Blocksberg. Ja. Jetzt könnte man meinen, die Geschichte ist zu Ende. Aber nein, Kulissenwechsel, der Vorhang geht wieder auf. Wir sind jetzt plötzlich in einer Bank.
Darf ich noch ganz kurz sagen, dass ich es merkwürdig finde, dass Boris in seinem Alter noch sagt, nimm mich mal bitte auf den Arm. Ach ja, bei 8 Jahren. Er ist ja auch das Boris-Baby, ne? Ja, gut. Auf jeden Fall Küsschen und 25 Sekunden später ist wieder alles gut. Genau, und dann habe ich mir notiert und dann beginnt eigentlich erst die eigentliche Geschichte. Das ist das, ne? Julian hat es ja gerade eingangs schon gesagt. Im Grunde ist die Folge ja thematisch zweigeteilt, ne? Wir haben erst die Sache mit der Hundehexerei, dann kommen wir irgendwann, da sind wir jetzt, zum Bankraub und diese beiden Geschichten werden ja hinterher miteinander verknüpft. Und das ist auch sowas, was ich beeindruckend finde. Die Bibi-Folgen, die damals produziert worden sind, die waren normalerweise, waren die recht kurz. Ich sag mal so 35, 36 Minuten. Die hier geht eine Dreiviertelstunde. So, das ist eigentlich so, wie wir die Folgen heutzutage kennen. Da werden die ein bisschen länger. Aber für die damalige Zeit war das eine richtig lange Folge. Ja. Heute gibt es ja auch noch so einen Bonustrack, wo nochmal der Grundriss des Hauses aufgezählt wird. Ach ja, wo der Erzähler sagt, das wird euch bestimmt interessieren. Ja, ja, du weißt genau, nein, ich hätte das Cover lieber ohne diesen Aufkleber vorne gehabt. Ja, ja. Ja, die Bank wird ausgeraubt, der Nachtwächter wacht auf, wenn alles zu spät ist. Es ist ihm durchgehend unglaublich peinlich, dass das alles so passiert ist. Er gesteht sich auch selbst ein, dass er natürlich Schuld hat. Er hat einen Nachtwächterhund, der bellt die ganze Zeit und offensichtlich wurde die Bank gerade ausgeraubt. Großes Drama in Neustadt. Hasso ist außer Rand und Band und wir erfahren ein bisschen später, dass 2 Millionen geklaut wurden. Das ist ja schon ganz ordentlich, Stefan. Ja, das ist ganz ordentlich und wir wissen, heutzutage liegt in den Banken ja sowieso gar kein Geld mehr. Die haben ja nur noch ein paar tausend Euro da an den Schaltern. Ich glaube, wenn man größere Summen abheben möchte an Bargeld, muss man da sowieso einen Tag vorher anrufen und Bescheid sagen. Gerade damit solche Sachen nicht passieren. Also ein Bankraub, den gibt es heutzutage so in dieser Form eigentlich gar nicht mehr. Dann haben wir den Polizisten, der kommt, Herr Hinterhuberbauer. Polizeioberwachtmeister, ja, ne? Entschuldigung, ja, natürlich, so viel Zeit muss sein. Und gleich am Anfang habe ich so ein bisschen das Gefühl, ein bisschen verpeilt ist er schon, ne? Weil erstmal bringt er den Nachtwächter ins Spiel, dass der es wohl gewesen sein wird. Und sagt er, nö, ich war das doch gar nicht. Ja, wer denn dann? Na, der Bankräuber. Und dann wird klingt erst, logisch, ja. Und dann wird erstmal der Bankdirektor angerufen, obwohl man den eigentlich mitten in der Nacht doch gar nicht stören darf. Ja gut, aber wenn eine Bank ausgeraubt wird, dann muss man das schon machen, ne? Genau. Und wir stellen fest, beziehungsweise der Bankdirektor stellt fest, dass Herr Hinterhuberbauer noch gar nicht so lange im Dienst zu sein scheint. Ja, das ist sowieso überragend, wenn die drei da zusammentreffen. Das waren ja auch drei ganz, ganz bekannte Nebenrollensprecher der damaligen Zeit. Otto Zarski, Norbert Gescher, Manfred Schuster, mittlerweile alle schon lange verstorben, beziehungsweise Norbert Gescher, glaube ich, erst seit etwas mehr als einem Jahr. Ja, also das ist wirklich zum Schreien komisch, wie die drei da so ein Gespräch aufziehen und überhaupt nicht, sage ich mal, so richtig so zum Punkt kommen, ne? Und dann sind wir, korrigiert mich kurz, ich habe mir jetzt dann erst wieder notiert, dass wir in der Szenerie mit Harry sind, oder? Sind wir da schon direkt, ne? Oder was? Genau, wird ja dieser kleine Schlenker gemacht, ja. Genau. Und Julian, Harry, ist das ein Junge, den du aus deiner Schulzeit hättest kennen können? Warum? Na, man hatte doch immer so einen in der Schulklasse, der so ein bisschen, ja, so ein bisschen grober daherkam oder so eine freche Klappe hatte oder ja, das letzte Wort oder irgendwie so. Ja, schon. Ja, doch einer, mein Harry hieß André, wenn du so. Grüße gehen raus, genau. Wenn du das hörst, André, Zufälle gibt es ja. Ich meine einen anderen André. Und dann will man gleich 1,50 haben. Und zwar Boris. Boris wird erpresst, oder? Ja. Ja, wie gesagt, der muss dem Boris wirklich irgendwie Geld geliehen haben. Also 1,50 Mark. Ja, und Boris soll ihm die heute zurückgeben, aber irgendwie hat er das Geld noch nicht zusammen und kommt nur auf 1,30 Mark. Tja, und dann gut, geht das Gezeter los. Dass es Bibi gibt, die ihn dann quasi da mit ein bisschen Hexerei rettet. Sogar so sehr, dass Harry dann sagt, ja, die anderen 20 Pfennig, die haben auch noch Zeit bis morgen. Ja. Sehr, sehr süß. Ja, aber ich glaube, den kennen wir alle, diesen typischen Klassenproll, ne? So ein kleiner Wichtigtour. Genau. Den hatten wir alle früher. Ist so. Aber das Geld will er trotzdem noch haben, nur halt erst morgen. Das ist auch ganz wichtig. Er sagt ja nicht, ist jetzt egal. Also er steht sein Mann, der Harry. Und wir kommen gleich ein Element, was man, ich meine, öfters mal bei Bibi Blocksberg hat, aber vielleicht liegt es auch falsch in Erinnerung. Also wenn der Radiosprecher plötzlich mit der Familie Blocksberg am Tisch sich unterhält, kam das öfter mal vor, Stefan? Ich sag mal, die Radionachrichten, die sind ja sowieso damals ein wiederkehrendes Merkmal gewesen. Die waren immer richtig, richtig unterhaltsam, ne? Ja. Und vor allem, wer ist der Nachrichtensprecher? Der Erzähler.
Nee, es ist Werther Karl. Es ist Werther Karl, so. Also Till Hagen, ja. Ja, also man merkt gleich auch, da wurde individuell eingesetzt, oder? Wenn da mal eine kleine Rolle, da ist man im eigenen Kosmos geblieben. Ich muss sagen, Till Hagen, der ist ja auch, glaube ich, im realen Leben schon Nachrichtensprecher gewesen. Okay. Und heute ist er Erzähler bei den neuen Jan Tenner-Folgen. Ah. Ja, und unzählige Hörbücher. Der ja, klar, ist wirklich sehr, sehr gut massenhaft. Im Business. Mhm. Ja. So, ja, wie geht's? Und der ist immer noch dabei, ne? Der ist immer noch dabei, nach über 40 Jahren. Also, das heißt, der wäre, ist jetzt wie alt ungefähr? Der müsste jetzt 75 sein. Ja, krass. Oh Gott. Krass. Ja. Unsere Helden werden alt, fragen wir sich. Jetzt hören wir von dem Einbruch. Und ja, jetzt kommt quasi diese Überschneidung, dass man sich daran erinnert, Moment mal, da war doch mal ein Hund, der sprechen konnte, weil es ist ja das Problem, ist ja, dass Hasso so auf sich aufmerksam macht, dass er ja offensichtlich doch mehr gesehen hat, als man glaubt. Und da wir ja wissen, das Ganze funktioniert ganz gut, wenn auch maximal eine Woche, aber man wird das ja wohl hinbekommen, innerhalb dieser einen Woche Hasso alle Informationen herauslocken. Ja, wenn Hasso schlau wäre, würde er sagen, so, mein Herr, komm, erstmal eine Forderungsliste. Genau. Ja. Und die Frage ist ja auch, ist das dann ein stichhaltiger Beweis? Ja, ich meine, wie vertrauenserweckend ist der Hund? Und wieso haben die ja keine, ja gut, die Kameras könnte der Direktor ausgemacht haben für den Moment, aber wieso glaubt man ihm? Ja, weil, wie gesagt, Barbara Blocksberg ist ja vehement dagegen, dass sich Bibi in diese Geschichte einmischt, weil die hat ja schon die Idee mit dem Hund, ne? Aber Barbara möchte es eben nicht und sagt, es gibt nur eine Möglichkeit, die kommen selbst zu dir. Ja, das ist natürlich eigentlich ausgeschlossen, aber, muss man sagen, der Nachtwächter hat dann doch die pfiffige Idee, ne? Klammer auf pfiffige, ne? Hahaha, ein Wortwitz. Nein, und dann, wie gesagt, ruft eben die Polizei an bei Bibi und das ist natürlich wieder ein unfassbar lustiges Telefonat, was die beiden da führen, inklusive, dass da plötzlich ein Experiment explodiert und der Schwefelgeruch offenbar durchs Telefon durchkommt. Ja, und dann wird Bibi eben zum Polizeirevier bestellt. Und das funktioniert auch und Hasso ist ein sehr gesetzter Hund. Ja. Aber es passt ganz auch total. Ruhig. Ja, genau. Ich löse den Fall jetzt für euch auf. Genauso spricht er, ja. Ja, ja. Erinnere mich so ein bisschen an den Bernardiner aus Heidi, der ja auch so ein bisschen dröge und schläfrig daherkam immer, ne? Genau. Ja, ich frage mich sowieso, was für eine Rasse ist das eigentlich, der Hasso? Ich habe ja hier drei verschiedene Cover vor mir liegen. Also Cover der Erstausgabe irgendwie so ein großes, braunes, zotteliges Vieh. Dann die Zweitausgabe hinterher, ab 1983, da ist der so braun, weiß, gescheckt, hat so einen richtig heftigen, wie so ein Riesenschnauzer sieht der aus. Und auf dem neuen Cover, ich weiß nicht, so ein typischer Mischlingshund irgendwie. Oh. Ja. Das muss ja immer noch ein Wachhund sein. Also ja, weiß nicht, ein Schäferhund, ein Labrador, irgendwas Großes, ne? Ja, genau. Ja, und dann kommt's raus, wer es war. Also erstmal beschreibt er ja den Bankdirektor ganz in Ruhe, so dass auch jedes Kind mitraten kann. Und dann kommt raus, es ist der Bankdirektor. Der Mann, es war ein Mann, trug einen so Schnauzbart und eine Brille. Schöne Art zu sprechen, oder? Also ich mag das. Der Hund hätte noch ein bisschen, der ist nicht so aufmüpfig wie Pfiffilein. Er ist ein ganz guter Hund. Jetzt ist natürlich so, wenn wir alle die Folge ja schon x-mal gehört haben, aber könnt ihr euch noch daran erinnern, ab welchem Moment erahnt man, wer es sein könnte, wer der Täter war? Weiß man relativ schnell? Als Kind glaube ich sehr spät, als Erwachsener sehr früh. Mhm. Weil der Bankdirektor ist ja schon sehr schnell so am Rumsteuern. Woher wissen Sie das denn? Was ist hier denn los? Und das ist ein bisschen sehr, aber als Kind glaube ich spät. Ja, zumindest, sag ich mal, spätestens bei der Szene, wo der Bankdirektor plötzlich abhauen möchte. Ja. Ich glaube, da fällt es eigentlich spätestens auf. Ja, und es wäre auch ein bisschen komisch, wenn man aus dem Nichts jetzt noch eine bisher unbeteiligte Person heranholt und sagt, ja, das war Herr Johann, der kam vorher noch nicht drauf. Nee, Frau Paschulke war es. Das wäre natürlich ein guter Plot-Twist, ja. Ja, wenn Frau Paschulke das gemacht hätte. Naja gut, von Frau Schulke hören wir ja nichts wieder. Wenn wir jetzt ein Hörspiel der drei Senioren uns heutzutage anhören würden, dann wäre es Frau Paschulke gewesen im Plot. Ja, vermutlich. Ja. Und dann, ich weiß gar nicht, erfahren wir, ob es eine Strafe gibt für den Bankdirektor? Was passiert mit ihm? Ne, es ist ja der Hammer, es passiert ja gar nichts. Ja. Ne? Der sagt nur, ich werde es nie wieder tun, aber ich wollte ja unbedingt ein Privatflugzeug haben. Ja. Ne?
Und wir wissen natürlich, das, was der gemacht hat, da so ein Einbruchdiebstahl, dann gibt es ja noch in Tateinheit mit Körperverletzung, ist es ja, ne, die Betäubung an dem Bankdirektor, an dem Nachtwächter. Dafür landest du ein paar Jahre hinter schwedische Gardinen. Also So. Bewährung ist da nicht. Genau, aber wir behaupten ja zumindest, dass die 2 Millionen wieder komplett zurückgegangen sind. Oder hat er etwa schon was ausgegeben? Nee, wahrscheinlich nicht. Es war ja erst eine Nacht rum. Aber ja. Also das Flugzeug hat er ja offenbar schon gekauft. Okay. Ja. Vermutlich dann so mit Kredit aufnehmen und wie refinanziert er das? Na klar, durch den Bankeinbruch, ne? Also. Und wahrscheinlich auf Lebenszeit auch nicht mehr in einer Bank oder erfährt man sogar noch, dass er seinen Job da weiter ausführen kann. Ich hoffe ja wohl nicht. Unrühmlich entlassen, ne? Ja, genau. Genau. Super. Ja, damit hätten wir die Bankräuber besprochen. Und ich muss sagen, das gehört natürlich eindeutig zu den Bibi Blocksberg-Klassikern schlechthin. Die Rollen sind super, die Geschichte ist klasse. Wir haben eigentlich die doppelte Geschichte in einer. Es gibt zwei zum Preis von einer, kann man sagen. Und mir gefällt sie unheimlich gut, auch immer noch. Sie lässt sich gut anhören und man ist wunderbar dabei. Und ich würde in der Tat sie zumindest unter meine Top 5 Folgen setzen und gebe hier auch gerne 8 Punkte. Ah, ich gebe 9, weil ich sie als Kind wirklich rauf und runter gehört habe. Ja gut, okay, dann mache ich jetzt mal den großen Abschluss. Ja, für mich ist es auch eine, auf jeden Fall, Folge aus den Top 10 von Bibi Blocksberg. Die hat von mir 10 Punkte bekommen, eben genau wegen der Gründe, die du gerade gesagt hast. Ne, wir haben zwei wunderschöne Handlungen, die perfekt nebeneinander laufen. Diese wunderbar lustigen Dialoge, vor allem Bankdirektor, Nachtwächter und Polizist, das ist ja zum Umwerfen komisch. Ich find's klasse, wirklich. Tolle, unterhaltsame Folge und trotz ihrer Länge von 45 Minuten kein bisschen langweilig. Und ich würde als Abschlussfrage gerne, wenn wir den Stefan schon mal hier haben, für alle, die natürlich es noch gar nicht gehört haben, gerne rein in den Podcast Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder. Überall zu hören, was Podcast gibt, auf YouTube. Lohnt sich, lohnt sich, lohnt sich. Bitte unbedingt abonnieren, liken und reinhören. Und jetzt möchte ich natürlich, nachdem ihr das ja auch schon oft zum Thema gemacht habt, was sind eure Lieblingsfolgen und so weiter, würde ich gerne nochmal auch von euch beiden wissen. Ich sage es natürlich auch gleich gerne. Was ist denn eure absolute Lieblings-Bibi Blocksberg Folge und warum? Okay, warte. Eigentlich habe ich zwei, drei. Ja, die absolute Lieblingsfolge wäre dann wohl bei mir Bibi in Amerika. Und warum? Weil das für mich ein unglaublich tolles Abenteuer war, wie sie dahin geflogen ist. Wie, am liebsten diese Szene. Und auf dem Sender, da laufen nur Shows und so. Ich dachte, so einen Sender will ich auch haben, wo nur Game-Shows laufen. Das war für mich toll. Auf Platz 2 wäre wahrscheinlich der blaue Brief. Da habe ich auch tausendmal gehört. Und der kleine Hexer eigentlich auch auf Platz 2, einfach weil ich das so auch fantastisch war, fand. Und auch erst ganz, ganz viele Jahre später erfahren habe, wer der kleine Hexer ist. Googelt es selber, ihr kennt die Stimme aus einer sehr bekannten Hörspielreihe. Ja, also wahrscheinlich ist Bibi in Amerika. Okay, also Blauer Brief ist auch weit vorne bei mir. Aber trotzdem, ich bin da sehr, sehr klassisch und sehe immer noch die gute alte Zauberlimonade weit vorne. Weil das ist natürlich die Bibi Blocksberg-Folge par excellence, mit dem Sprachfehler, wo der Bürgermeister ja über viele, viele Folgen hinweg immer noch Bibi Blocksbergi sagt, wenn er Bibi sieht. Ja, also das ist für mich, wie gesagt, der ganz große Klassiker, direkt gefolgt vielleicht von der Kuh im Schlafzimmer. Okay. Ah, Also mit Platz 3 und 2 tue ich mich in der Tat relativ schwer, aber da gehört für mich auf jeden Fall zum einen Bibi Blocksberg und die Weihnachtsmänner dazu, weil ich einfach eine totale Affinität zu Weihnachtsgeschichten habe. Umso enttäuschter war ich, und da geht es euch ja genauso, um dir und Antje, lieber Stefan, um die letzte neue Weihnachtsfolge, die es gab, die Ja, mich ja auch stimmt. nicht so überzeugt hat, mich übrigens auch nicht, aber Bibi Blocksberg und die Weihnachtsmänner natürlich ein All-Time Favorite Classic, die eigentlich an fast jedem Weihnachten oder zumindest in der Vorweihnachtszeit bei mir gehört wird. Allerdings ganz oben ist für mich, und das ist vielleicht überraschend, weil nicht bei sehr vielen zumindest weiß ich es, auf Platz 1 ist Bibi Blocksberg und der Supermarkt. Ja, Mit Frau großartig. Gerber. Und ja, das Genau. ist natürlich auch toll. Ja, Also vor allem ist es menschelt so sehr in der Geschichte. Ich liebe Frau Gerber. Ich liebe.
immer wenn sie in dem Tante-Emma-Laden ist, alles, was da passiert, ob das das Gurkenfass ist und ob es der neue Supermarkt ist, der gegenüber eröffnet wird und ja, also diese ganze Szenerie, es ist so menschelt und ich mag halt, ich mag einfach die Sprecherin sehr gerne, die ja dann später auch, die ich dann bei den Wicherts von nebenan dann auch noch... Und bei Löwenzahn und bei auch Löwenzahn mitgemacht hat. Und da gibt es übrigens so eine ähnliche Geschichte auch in der Sesamstraße mit Oma Kluge, die ja auch so einen kleinen Gemischtwarenladen hat. Und da gibt es auch eine Geschichte, die genauso dasselbe Thema hat, wo auch ein Supermarkt eröffnet wird. Das ist einfach auch so eine herzzerreißende Geschichte. Ne? Ja. Der Supermarkt macht halt Sinn, gerade so im Vergleich. Aber der neue Supermarkt ist auch toll. Ja. Da hatte ich übrigens auch eine der Fernsehkassetten, wo ich das alte Cover hatte. Das weiß ich noch. Ja. Hörst du eigentlich, Frank, auch die ganz neuen Folgen? Ich muss noch ein bisschen nachholen. Also ich habe so vor 2-3 Jahren bin ich wieder eingestiegen und habe dann wieder mit Folge 1 begonnen und arbeite mich gerade wieder hoch und bin noch nicht bei der aktuellen 9. Ja. Ich manchmal, also wenn ich zufällig mal auf Spotify sehe, dass da eine neue Folge da ist. Also die letzte wirklich neue Folge, die ich gehört habe, ist auch schon ein bisschen her. Stefan wird gleich sagen, wann das genau gewesen sein muss. Das war die am Flughafen mit Kira Kolumna, wo die zum ersten Mal aufgetaucht. Das war meine letzte neue Folge. Ja gut, die ist aber erst 2 Jahre alt, ne? Von daher. Ja, gut. Genau, also ich habe die Weihnachtsfolge habe ich halt gehört, ja, weil ich unbedingt dachte mir, wow, endlich wieder eine Weihnachtsfolge, die musst du anhören. Und leider war ich relativ enttäuscht, muss ich gestehen, aber vielleicht... Darf ich auch noch eine Frage an Stefan stellen? Ja. Wie ist denn bei euch, weil das hatte ich tatsächlich nicht gehört, die Rückkehr zur Märcheninsel angekommen? Also bei mir persönlich richtig, richtig gut. Ah, schön. Okay, die Folge steht auch noch auf meiner Liste. Ja, reinhören. Genau, also, wie gesagt, gerne nochmal der Tipp, Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder auf allen Podcast-Portalen, auf YouTube und auch uns hört ihr wieder im nächsten Monat, wieder am 1. mit dem Ohrenkino und dann geht's wieder weiter mit Benjamin Blümchen, diesmal schon mit Folge 5. Dankeschön, Stefan, danke, Julian und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss zusammen. Wir spulen die Kassetten zurück und freuen uns auf das nächste Ohrenkino.